Der 21.03.2018, heute Nacht hat mein Kanal die 20.000 Abonnenten geknackt. Dafür möchte ich mich natürlich bei euch recht herzlich bedanken. Außerdem erfahrt ihr, wie es weitergeht auf dem Kanal, was in Zukunft folgt, was meine Pläne sind und am Ende könnt ihr natürlich auch noch einiges gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß! Ja, vielleicht am besten kurz nochmal zu meiner Person selbst, für alle die mich noch nicht kennen, die jetzt relativ neu dabei sind. Mein Name ist Konstantin, ich bin 21 Jahre alt und betreibe diesen YouTube-Kanal seit gut einem Jahr. Das Ganze hat angefangen mit dem Thema Smart Home. Damals habe ich mir den Amazon Echo aus den USA bestellt, als er bei uns noch gar nicht verfügbar war, habe mich in das Thema reingearbeitet, habe gedacht, okay, wie kann man möglichst günstig sein Haus automatisieren und habe genau damit dann die ersten Videos hier auf YouTube gemacht. Das Ganze kam super an, also bin ich da auch direkt dran geblieben, weil es auch mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Habe dann immer weiter im Bereich Smart Home gemacht und ja, dafür steht der Kanal ja letztendlich auch Smart Home. Ihr habt trotzdem gemerkt, in letzter Zeit war auch das ein oder andere Smartphone Review mal dabei oder ein Laptop Review, ein Tablet Review, mal Audiosachen und so weiter, Gadget Videos. Also ich versuche das Ganze natürlich schon ein bisschen auch zu fächern und trotzdem bleibt auf jeden Fall der Fokus bei diesem Kanal auf Smart Home und Technik generell. Aber ja, wie geht's weiter auf diesem Kanal? Ich habe dann angefangen und zwar das Ganze kam eigentlich mit dem Video mit Kilian zusammen, mich immer mehr für Film und Fotografie zu interessieren. Denn da habe ich gemerkt, oh krass, er hat ja schon viel mehr Erfahrung so, habe gemerkt, ja krass, was für ein Unterschied das einfach qualitativ nochmal von den Videos ist, wie viel Zeit er da reinsteckt mit Skriptschreiben, mit Product Shots, mit Grading und so weiter. Das ist eigentlich viel mehr, als sich nur vor die Kamera zu stellen, wenn man wirklich qualitativ hochwertigen Content produzieren möchte. Und genau das fand ich dann irgendwie extrem fesselnd und habe mich immer mehr jetzt in den letzten Monaten in das Thema Film und ja, Filmmaking reingearbeitet. Hab da auch zwei YouTuber, die ich regelmäßig schaue, falls ihr euch auch interessiert. Schaut unbedingt mal bei Camera Cave und Jonah vorbei. Beide machen unglaublich hochwertigen Content rund um das Thema Cinematic Shots, Filmmaking, Fotografie und so weiter. Richtig geil. Links in der Videobeschreibung dazu natürlich. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mir jetzt gedacht, hey, was liebe ich noch in meinem Leben? Einmal natürlich Technik und genau deswegen stehe ich hier und zum anderen natürlich Reisen. Reisen, ich war nach meinem Abitur schon ein Jahr auf Weltreise und ich vermisse es unglaublich. Deswegen habe ich mir als Ziel 2018 gesetzt, mindestens an zwei Wochenenden pro Monat, mit einem Kumpel werde ich das Ganze zusammen machen, eine beliebige europäische Stadt zu bereisen. Wir haben uns da jetzt auch schon ein bisschen ausgerüstet. Ich habe mir jetzt hier auch eine neue Kamera gekauft, die Sony Alpha 6500. Davor hatte ich ja die 6300, kleiner Unterschied. Sie hat jetzt eine Bildstabilisierung drin. Dann noch ein schönes Vlogging-Objektiv und ich werde einen Zweitkanal eröffnen. Auf dem Zweitkanal folgen dann ja cinematische Städtevideos oder auch einfach mal irgendwie Vlogs, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ja, falls ihr da Interesse habt, schaut auf jeden Fall vorbei, lasst mir gerne ein Abo da. Link ist einmal hier und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und genau, da werde ich dann natürlich auch irgendwie zukünftig versuchen, regelmäßig Content zu bringen. Der Fokus bleibt natürlich auf jeden Fall auf dem Hauptkanal hier und wird in keinster Weise drunter leiden, also dieser Kanal. Nur weil ich den anderen jetzt nebenher noch mache, nein. Da habe ich einfach dann die Möglichkeit, auch mal irgendwelche Videos hochzuladen, sage ich mal, die mir einfach Spaß machen, die jetzt aber vielleicht nicht so in den Technik-Smart-Home-Bereich hier passen würden. Bei Felix Bahr habe ich es gesehen, der macht das Ganze ähnlich. Der hat ja damals seinen Kanal Die Rumpelkiste, hat er ihn damals genannt, erstellt gehabt. Dort hat er praktisch alles hochgeladen, worauf er einfach Lust hatte. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept, denn klar, man ist irgendwie dann im Bereich Technik und hat aber oder entwickelt vielleicht einfach immer mehr Spaß auch an generell Videos zu produzieren und die passen dann vielleicht alle nicht zu den Techniksachen und deswegen hat er damals gesagt, okay, er macht einfach einen Kanal noch, wo er den restlichen Müll sozusagen hochlädt. Müll ist natürlich gut gemeint. Genau, und ähnlich soll auch dieser Kanal bei mir werden. Es wird einfach ein Kanal, wie gesagt, cinematische Städtevideos werden viele dabei sein, denn ich werde mir einige Städte dieses Jahr anschauen und ansonsten auch noch Vlogging-Videos. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für einen Namen irgendwie als Vorschlag noch hättet. Ich habe jetzt den bis jetzt so genannt, ist aber natürlich noch kein fixer Name. Ich bin auch selbst noch nicht zufrieden. Falls ihr irgendwie Vorschläge habt, bin ich natürlich dankbar dafür.
Außerdem habe ich mir überlegt, hey, ich will euch irgendwas zurückgeben und deswegen habe ich schon die letzten Monate, eigentlich immer, wenn ich mit irgendwelchen Firmen zusammengearbeitet habe, nie Geld fürs Video verlangt, sondern immer verlangt, hey, sendet, also ich mache das Produktvideo praktisch kostenlos für euch, aber sendet mir doch bitte 2 oder 3 Geräte gleich immer zu, dann kann ich mal eins behalten und der ganze Rest, den kann ich jetzt an euch endlich mal verlosen. Ich dachte mir, das 20.000 Abonnenten-Special ist natürlich ein guter Anlass und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die Preise an. Den Anfang macht Karzog. Ich habe hier 4 Stück noch rumliegen. Karzog hat mir damals einige zugesandt und ich würde sagen, den kriegt einer. Kann er seine ganze Familie mit Karzog ausstatten. Karzog, ganz kurz, was ist es nochmal? Es ist ein unglaublich praktisches Gadget für euer Smartphone. Könnt ihr einfach hinten anbringen, dann könnt ihr da praktisch eure Kreditkarten verstauen und ihr spart euch den Ballast, Geldbeutel mit euch rumzutragen und könnt alles direkt im Handy verstauen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Weiter geht's mit diesen USB-Chargern. Aber nein, es sind natürlich keine gewöhnlichen USB-Charger. Es sind USB-Charger mit integrierter Spycam. Heißt, mit kleiner Überwachungskamera könnt ihr heimlich irgendwas filmen. Fand ich ein cooles Produkt auf jeden Fall. Hatte ich vor einiger Zeit auch mal vorgestellt. Gibt 2 Stück. Ich würde sagen, da machen wir einzelne Gewinner draus. Also ein Gewinner dieses, ein Gewinner dieses Produkt. Weiter geht's mit der Bluetooth-Box von PowerAd. Die habe ich erst letzte Woche reviewed. Ist ein unglaublich geiles Teil. Warum? Die ist komplett wasserdicht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch hier mal an. Ich habe es ausführlich getestet, habe das Ding auseinandergeschraubt und mal ins Wasser gehalten. Hält tatsächlich, was es verspricht. Praktisches Gadget für den Sommer, gerade für den Pool, fürs Freibad, was weiß ich, könnt ihr sogar mit auf die Luftmatratze nehmen. Echt nice. Und abschließend gibt es noch 3 Chipolos. Ich würde sagen, es sind keine klassischen Chipolos, obwohl sie Chipolo Classic heißen. Nein, was macht sie so besonders? Und das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Ich war selbst ganz erstaunt, dass sie mir sowas angeboten haben. Ja, tatsächlich, Chipolo hat mir angeboten, mein Kanallogo auf die Teile zu drucken. Fand ich sehr, sehr geil. Dachte ich mir, okay, mache ich gern. Habe ich natürlich wieder hier kleine Geschenke für euch und dann auch noch mit meinem Logo. Wie cool ist denn sowas? Deswegen würde ich sagen, die gewinnen auch 3 verschiedene Leute. Wie qualifiziert ihr euch? Zum einen müsst ihr natürlich ein Like dalassen, ein Abo und einen Kommentar schreiben. Unglaublich würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch noch meinen Zweitkanal abonniert. Wie gesagt, Link gibt es in der Videobeschreibung. Und ja, in circa 1-2 Wochen gehen dann auch dort die Videoserien schon los. Apropos Kommentar, genau. Ihr könnt natürlich irgendwie einen random Kommentar reinhauen, aber ich habe mir überlegt, weil das machen gerade einige YouTuber und das finde ich eigentlich eine coole Sache, um so praktisch sich selbst der Community ein bisschen näher zu bringen. Wenn euch irgendwelche Fragen auf dem Herz liegt, fragt die unten in den Kommentaren. Ich werde ein Q&A-Video bald machen, also Quest and Ask, Fragen und Antworten Video. Bringt einfach den Hashtag FragWenig, ihr seht es nochmal eingeblendet, mit in den Kommentar und schon seid ihr qualifiziert, auch am Gewinnspiel automatisch teilzunehmen. Deswegen, falls euch irgendwas interessiert, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch unglaublich für den heftigen Support im letzten Jahr. 20.000, ich hätte niemals gedacht, dass das Ganze hier so schnell wächst oder dass ich jemals diese Zahl so erreichen werde. Jetzt bin ich natürlich zuversichtlich, dass das Ganze auch weiter wächst. Ich investiere hier unglaublich viel Zeit und Energie rein für euch, weil es mir einfach selber auch unglaublich viel Spaß macht. In diesem Sinne, wir sehen uns dann schon im nächsten Review, Technikvideo oder was auch immer. Ciao!